Aber da wir jetzt langsam so gut mit denen klarkommen, können wir uns auch irgendwann wieder im Sumpf unten umsehen. Im Süden. Sofern wir das Gebiet dazwischen von diesen Laubelementaren gesäubert kriegen. Hier lang. Hier einmal rum wieder. Also die Todesfallen hier sind nur halb so schlimm wie die Todesfalle in ja, was würde ich sagen? Wie die Todesfalle in dem einen Gebiet da, dieser Tempel des Schmerzes. So. Und ja, in dem Wasser muss ich mich auch noch gut umgucken. Sobald ich mich hier hinten weiter umgeguckt habe. Da hätten wir auf jeden Fall schon mal wieder. Hallo Mimik. Hallo Mimik. Ups. Ah, da haben wir schon mal einen Schlüssel. Bunt. Und ich bin hier auf einer Plattform, auf der ich nichts machen kann. Oh, eine Mana-Pflanze. Ist ja nicht so, als ob wir nicht schon 3 Dutzend davon hätten. Oh. Ja, hier können wir die Mimik gut ausbalancieren, würde ich sagen. Die sind übrigens auch nicht mehr so gefährlich, wie sie mal waren, habe ich das Gefühl. Wow. So. Du hattest einen Schinken dabei. Beziehungsweise einen Red Steak und 3 rote Pilze. Ah, sehr fein. Du kriegst mal den Trank. Und du gibst mal ihr den Trank. So, sicher ist sicher. Und ja, da drüben müsste ich auch irgendwie hinkommen. Ganz bestimmt. Nö. Leiter ist hier. Autsch. Also hier oben habe ich alles gerade abgesucht. Obwohl, nee, ich habe die Säulen hier nicht angeguckt. Könnte nämlich einfach sein, dass hier irgendwo in der Nische was versteckt ist. Ja, jetzt muss ich hier unterirdisch einen Schlüsselloch oder so finden. Da von der Seite müsste ich irgendwie rankommen können. Ups. Schnell hoch. Okay. Hier unten könnte ich noch nachgucken. Das sieht verdächtig aus. Also erstmal hier. Dann brauche ich die Leiter hier hoch. Hier hoch. Genauso wie die einzelne Säule da verdächtig aussieht, aber das da sieht verdächtiger aus. Also hier rum. Bingo. Da ist schon mal eine Tür. Und da ist der Knopf für die Tür. So. Du kriegst mal von mir das Ding hier in die Hand. Für den Fall, dass da jetzt gleich was rauskommt. Und das ist nur ein Sack. Mit Essen, nee, mit Pflanzen und noch einem Mörser. Ist das ein besserer Mörser?
Nein. Der Sack kommt mal kurz zu dir. Dann kannst du dir nämlich die Ingredienzien daraus schnappen. Und der Rest bleibt einfach hier. So. Eine Kanonenkugel. Au. Nehmen wir mal mit. Und jetzt gucken wir uns hier in der Nähe mal um. Ob nicht hier noch irgendwo was versteckt ist. Noch ein Knopf zum Beispiel. Oder ist vielleicht hier drin einer? Nein. Sauerstoff geht alle. So, schnell hoch. Au. Da könnte von überall ein Weg dahin sein. Aber nee, wenn ich mir das... Wenn ich mir das so ansehe... Doch, da ist da der Weg. Also von hier. Okay. Aha. Die Frage ist nur, wo ist der Knopf dazu, der passende? Also ich vermute ja, hier hinter ist das Geheimnis. Genau hier. Der Knopf dazu wird aber nicht da unten irgendwo sein, oder? Einmal schnell rumrennen. Okay. Ups. Au. Da. Ja, gleich nochmal die Stacheln reinspringen. Hier sieht's auch nirgends nach Knopf aus. Hier vermute ich, dass es da durchgeht. Und ich glaube, hier wäre zu weit hergeholt. Wenn hier ein Knopf wäre. Nein, hier ist nur eine kaputte Wand und hier ist auch kein Knopf. Und da ist das Gebiet, in das ich immer noch nicht reinkomme. Nee, wenn, da muss das irgendwo in diesem Bereich hier sein. Ja, ganz ehrlich, den Knopf versuche ich jetzt noch zu finden. Und hier sind wir ja schon wieder außerhalb des Wasserreservoirs. Ich frage mich nur, wie ich dann in den Bereich hier kommen soll. Unter Wasser hier runter und durchtauchen? Ob das möglich ist? Okay, ich gucke mich noch mal da drüben im Wasser ein bisschen um. Hier ist schon mal nichts. Also ja, wenn man da hinguckt, da sieht man den Weg. Aber hier sehe ich zum Beispiel keine Knöpfe. Hier auch nicht. Leiter. Hoch. Da ist auf jeden Fall noch mal so ein grüner Schutzkristall.
Fackel bringt nichts. Die Fackel da finde ich komisch. Als ob sie mir was sagen möchte. Ich guck noch mal auf diesen kleinen Vorsprung hier. Aber hier sind auch keine Knöpfe. Hm. Da war nur der Sack. Leiter ist da. Dann gehe ich einmal hier rum. Find hier jedoch nichts. Nö. Hä? Hier vielleicht? Auch nichts. Leiter war auf der Seite. Genau. Hier war ja auch nichts, was man hätte drücken können. Muss ich wirklich vielleicht noch die andere Fackel hier rausziehen? Oder unter der Brücke ist vielleicht was versteckt. Au. Naja gut, einmal treffen lassen. Zweimal treffen lassen ist einmal zu viel. Aber ich glaube nicht, dass das was... Also ja, ich kann es jetzt durchschimmern sehen, das Licht. Aber ich sehe von hier oben aus keine Knöpfe. Ob die Entwickler wirklich so gemein sein können? Wow. Weil es ist sicher, da geht's durch. Da leuchtet es nämlich. Da sieht man es sogar ein bisschen durchschimmern. Aber die Wände in der Nähe sind knopflos. Hier ist nirgendwo ein versteckter Knopf. Au, au. Wann habe ich gespeichert? Ganz ehrlich, wann habe ich gespeichert? Oder nach der Mimik? Okay, vor der Mimik. Das bedeutet, wir können die Mimik noch mal töten und alles, aber nee, das mache ich erst in der nächsten Folge. Vielleicht gucke ich offscreen mal. Und ich bin hier gerade falsch gegangen. Vielleicht gucke ich offscreen mal, wie man an diese Kackdinger rankommt. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüss.